Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Freunden am Tisch, eine schöne Tafelrunde, und Sie machen ein Spiel. Das Spiel geht so. Sie sind alle verloren oder ausgesetzt auf einer Insel. Sie sind alleine und müssen nun monatelang sich mit ihren wenigen Sachen begnügen. Aber Sie haben alle 8 Filme ausgesucht, die Sie bei sich haben. Wenn Sie Ihren Freunden erzählen, welche 8 Filme Sie da mitnehmen in dieser Einsamkeit, dann erzählen Sie sehr viel von sich selbst. Und das ist die Idee dieses Spiels. Ich komme daraufhin gleich zurück. Ich habe 30 Jahre lang mit Stanley Kubrick gearbeitet. Ich kenne seine Filme, Sie vermutlich auch. Die Filme sind alle sehr verschieden in ihrer Form, in ihrer Zeit, aber eben nicht in ihrer Substanz, denn es ist alles eine Handschrift. Und so wie Sie die Handschriften von Ingmar Bergman oder Woody Allen oder Edgar Reitz erkennen oder Van Gogh oder Chagall oder Mozart oder Bach, so erkennen Sie auch die Handschriften von Kubrick. Nun, heute Abend sehen Sie einen der Filme, die Kubrick liebte. Denn Kubrick war ein Filmfreak. Er mochte sehr viele Filme gern. Und Sie werden sehen, dass die Filme, die er liebte, sehr seinen eigenen verwandt sind. Sie schauen auch auf unsere Emotionen, auf die Tatsache, dass unsere Schwäche und unsere Stärke die Emotion ist. Wir glauben manchmal von unserer Intelligenz und von unserem Wissen und unserer Bildung bestimmt zu sein. Das stimmt aber gar nicht. Wenn es darauf ankommt, ist es immer die Emotion. Und so ist es auch, wenn Sie jetzt sehen, den Blauen Engel von Josef von Sternberg oder La Strada von Fellini oder Heimat von Edgar Reitz. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem Film heute Abend. Sie lernen dadurch ein bisschen Stanley Kubrick kennen.